Hey, kleiner Bus. Ja? Ist dir bewusst, dass dir ein Radkap an deinem Vorderreifen fehlt? Oh, wirklich? Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Oh, wo habe ich sie nur verloren? Der Detektiv. Lani kommt nach der Arbeit zurück ins Depot. Ich bin müde. Ich gehe mich waschen und ausruhen. Das fühlt sich gut an. Ich wische und putze jede Ecke. Lani hat die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, ich krieg Ärger. Ich hab die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, hat es jemand gesehen? Oh, da ist Lani. Lani! Das ist Tayo. Ich muss mich verstecken. Oh, Lani? Warum ist sie gerade weggefahren? Oh, oh nein! Die Autowaschanlage ist kaputt. Wir müssen jemanden anrufen, der das repariert. Wirklich? Wie lange wird die Reparatur dauern? Vielleicht 2 Tage? Ach du meine Güte. Wer hat die Autowaschanlage kaputt gemacht? Tayo, du warst der Erste am Tatort. Hast du gesehen, wer es war? Nein, habe ich nicht. Wirklich? Oh, dann hat niemand gesehen, was passiert ist? Tayo weiß also nicht, dass ich es war. Glück gehabt. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht waschen könnt. Ist schon okay. Augenblick! Rogi! Ich bin Rogi, der Detektiv. Detektiv? Die Waschanlage ist auf keinen Fall von selbst kaputt gegangen. Ich werde genau herausfinden, wer dahinter steckt. Mal sehen. Dani, was hast du gestern Abend gemacht? Ich? Tja, ich war mit Hana in der Werkstatt. Oder Hana? Mhm, Gani hat recht. Okay. Und was ist mit Lani? Hast du dich gestern Abend gewaschen? Also, du hast die Autowaschanlage kaputt gemacht, oder? Nein, sie war noch in Ordnung, nachdem ich mich gewaschen hatte. Wie kannst du das beweisen? Ich... Warum kannst du nicht antworten? Stopp! Lani hat recht. Ich ging nach Lani zur Autowaschanlage und alles war in Ordnung. Oh, Tayo. Dann warst du also der letzte Bus an diesem Ort, oder? Oh! Seht ihr, wie spät es ist? Ich fahr zur Arbeit. Augenblick. Ich auch! Irgendwas ist hier faul. Warum hat Tayo gelogen? Weiß er, dass ich es war? Lani? Ja? Hast du die Waschanlage kaputt gemacht? Was sagst du da, Tayo? Beschuldigst du mich? Oh, nein! Ich beschuldige dich nicht! Warum vermutest du dann, dass ich es war? Es tut mir leid! Lanis Radkappe fehlt! Lani? Deine Radkappe ist ja... Ach, vergiss es! Ich bin so verletzt! Ich wollte ihr nur sagen, dass ihr eine Radkappe fehlt. Hoffentlich denkt Tayo nicht, dass ich es war. Okay, folge mir. Alles klar, ich werde jetzt den Tatort untersuchen. Aber Rogi, wozu brauchst du mich? Nun, ein Detektiv wie ich braucht einen nützlichen Assistenten wie dich.
Kann ich das wenigstens abwischen? Nein! Um Detektiv zu sein, braucht man einen Schnurrbart. Da drin ist es aber chaotisch. Ich hab's! An diesem Chaos kann ich sehen, dass es ein großer Bus war. Big hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Wie? Was? Aber Big macht doch Lieferungen und kommt erst morgen wieder zurück. Ach, wirklich? Big war es also nicht. Schuhabdrücke! Ich habe einen Hinweis gefunden, der mir helfen wird, diesen Fall zu lösen. Das sind Hannas Schuhabdrücke. Hannah hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Rogi, Hannah machte die Schuhabdrücke, als sie die Waschanlage reparieren wollte. Verstehe. Ich werde mir denjenigen schnappen, der dafür verantwortlich ist. Tayo, der kleine Bus. Okay, bis dann. Ich muss jetzt zurück ins Depot. Aber wie soll ich mich unschuldig verhalten? Hey, kleiner Bus. Ja? Ist dir bewusst, dass dir ein Radkap an deinem Vorderreifen fehlt? Wirklich? Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Wo habe ich sie nur verloren? Oh nein! Die Waschanlage ist immer noch nicht repariert. Was ist das? Es ist Lanis fehlende Radkappe. Also hat Lani die Autowaschanlage kaputt gemacht. Aber wenn sie erwischt wird, wird sich Lani schämen. Ich hab's! Ich verstecke die Radkappe. Warte! Lani! Die Waschanlage ist immer noch kaputt. Was machst du denn hier? Du solltest dich ausruhen. Ich wollte ja nur... Stehen bleiben! Was ist denn los? Nach einigen Ermittlungen habe ich herausgefunden, dass der Täter genau hier ist. Rogi, die Waschanlage wird bestimmt bald repariert. Es gibt keinen Grund herauszufinden, wer es war. Lani, versuchst du den Täter zu beschützen? Nein, tue ich nicht. Tayo, du musst der Täter sein, denn du warst der letzte Bus hier. Also, warum hilfst du nicht allen und gestehst einfach? Was? Hey, Leute. Was macht ihr? Situ! Wir wollten uns gerade ausruhen. Okay, los geht's. Okay. Wartet auf mich. Ich schnapp dich, Tayo. Lani? Was machst du denn so spät noch hier? Lani? Wolltest du das hier holen? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist deine Radkappe. Ich wollte sie aus der Autowaschanlage holen, damit du keinen Ärger bekommst. Was? Tayo wusste alles. Lass uns losfahren, bevor wir erwischt werden. Komm sofort heraus! Du bist komplett umzingelt! Ergib dich und komm sofort heraus! Es ist Rogi! Was sollen wir tun? Lani, bleib hier und bewege dich nicht! Was? Tayo! Ich sag das nicht noch einmal! Er kommt! Tayo? Ich wusste es! Ein Verbrecher kommt immer wieder zum Tatort zurück. Tayo, warst du es wirklich? Ja. Tayo! Dann hast du die ganze Zeit gelogen? Es tut mir leid. Tayo ist unschuldig. Es ist meine Schuld. Es ist okay, wenn die Waschanlage aus Versehen kaputt geht. Aber du hättest wirklich nicht lügen sollen, Tayo.
es tut mir wirklich leid. Es war nicht Tayo. Oh? Das war alles meine Schuld. Lani? Was soll das heißen? Die Wahrheit ist... Ich verstehe. Lani, wir wollten dich nicht dafür bestrafen, dass du die Autowäsche kaputt gemacht hast. Aber du hättest nicht alle anlügen sollen, um die Wahrheit zu vertuschen. Und dasselbe gilt für dich, Tayo. Es tut uns sehr leid. Es ist aber schön zu sehen, dass ihr euch umeinander kümmert. Wir vergeben euch beiden ausnahmsweise aber nur dieses eine Mal. Lügt aber nie wieder. Oh, danke, Hannah. Es tut mir leid. Ich werde brav sein, Hannah. Ich auch. Entschuldige, Tayo, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe. Und danke. Nicht zu danken. Und du warst dir so sicher, dass ich der Täter war, Herr Detektiv. Aber ich war so sicher, dass ich es herausgefunden hatte. Du bist ein schlechter Detektiv. Such dir einen neuen Assistenten. Lani war dankbar, dass Tayo auf sie aufgepasst hat. Und sie versprachen, nie wieder zu lügen. Gogi der Kehrer. An einem schönen Nachmittag kommt Ruby der Kehrer zum Spielplatz. La, la, la. Oh? Was ist denn das? Wer hat denn diesen Müll so aufgestapelt? Ich sollte das sofort aufräumen. Moment! Oh? Was machst du denn? Ich räume auf. Oh? Jemand hat hier Müll gestapelt. Das ist kein Müll. Es ist ein Schloss. Ich habe das gebaut. Was? Weißt du überhaupt, wie viel Mühe darin steckt? Wow, was soll der Lärm? Ich verstehe. Ich wusste das nicht. Aber trotzdem, es ist gefährlich, so viel Müll zu stapeln, also räume ich das besser weg. Was hast du gesagt? Müll? Was ist denn los? Er hat mein Schloss einen Haufen Müll genannt. Ich räume das nicht auf. Was? Was? Nein! Ich denn bloß? Ich glaube, die Kehrmaschine ist kaputt. Wie sieht es aus, Hannah? Ich glaube, deine Kehrmaschine ist völlig kaputt. Wir müssen sie vollständig ersetzen. Wirklich? Es ist überhaupt kein Problem, die neue Ausrüstung zu bestellen. Aber die Lieferung dauert mindestens 2 Tage. 2 Tage? Wer säubert dann in der Zwischenzeit die Stadt? Du hast recht. Ich habe bestimmt noch ein paar alte Geräte im Lager. Die können wir vorerst nutzen. Das ist die Reinigungsausrüstung. Aber die sind etwas zu groß für Ruby. Im Moment haben wir nur diese zur Auswahl. Was mache ich denn bloß? Wenn ich einen Tag nicht fege, wird alles dreckig. Es ist alles wegen Ruby. Was habe ich denn gemacht? Wegen deines Müllhaufens ist die Ausrüstung von Ruby kaputt. Das stimmt. Die müssten Rogi tatsächlich perfekt passen. Mir? Okay, du bist startklar. Ach ja? Die passen gut. Du siehst toll aus, Rogi. Dann kann jetzt Rogi stattdessen das Kehren erledigen. Okay, ich übernehme die Reinigung. Ist das okay? Ist das nicht zu schwer? Es gibt nichts, was Rogi nicht schaffen kann. Schaut nur zu, ich erledige das. Ja. Ruby, du kannst morgen eine Pause machen und deine Arbeit für den ganzen Tag Rogi überlassen. Oh, okay. Möchtest du morgen mit uns ein Picknick machen, Ruby? Picknick? Ja, wir fahren an die frische Luft und werden viel Spaß haben. Okay, das wird bestimmt lustig. Juhu, das klingt toll. Vielen Dank, Freunde. Also wird Rogi für einen Tag zum Feger und Ruby geht zu einem Picknick. Rogi, wach auf! Dein Reinigungsjob fängt jetzt an. Die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen. Du musst die Straßen säubern, die über Nacht dreckig geworden sind. Ruby macht das immer. Aber alle anderen schlafen noch. Na los! Viel Glück, Rogi! Okay.
bin so müde. Warum habe ich überhaupt zugestimmt? Rogi! Oh, hallo, Pat. Warum bist du so früh auf? Ich übernehme heute die ganze Reinigung für Robby. Ich verstehe, das ist nett. Also hält Rogi heute die Stadt sauber. Habe ich das richtig verstanden? Ich? Natürlich. Also dann, viel Glück. Ich verlasse mich auf dich. Vielen Dank. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ein Feger zu sein, ist gar nicht so schlimm. Juhu! Ist es nicht schön, an die frische Luft zu kommen, Robby? Ja, es ist so angenehm. Wir werden heute viel Spaß haben. Okay. Oh, was ist los? Meine Güte, was mache ich denn bloß? Ich muss das sauber machen. Oh nein, ich habe hier keine Ausrüstung. Oh. Robby, jetzt vergiss doch das Putzen und habe Spaß. Oh ja, okay. Rogi, der unbesiegbare Feger. Brumm, 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 flitz, flitz, flitz. Ich liebe diese Sauberkeit. Schließlich ist Rogi in allem gut, was er tut. Was ist das denn? Das muss ich sauber machen. Überlass die Reinigung mir. Also, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin klitschnass. Es tut mir leid. Was? Oh nein! Warte, Chris! Hey, wo fährst du denn hin? Du musst diesen Dreck wegmachen. Ja, genau. Okay. Hey! Warum hältst du plötzlich an? Es tut mir wirklich leid. Du musst das zuerst sauber machen. Auf dem Weg! Was mache ich nur? Der kleine Bus. Diese Brise ist so erfrischend. Es ist so schön. Siehst du, bist du nicht froh, dass du mitgekommen bist? Kommt, fahren wir hier entlang. Okay. Da ist Staub auf der Straße. Nein. Ich wollte doch heute nicht an die Arbeit denken. Und dort? Nein. Ich habe ja sowieso keine Ausrüstung. Robby, wo bleibst du denn? Da ist ja gar nichts. Was? Meine Güte, das ist viel zu chaotisch. Ich halte das nicht aus. Robby! Was mache ich denn bloß? Ich mache es schlimmer. Was machst du denn? Wir haben sie so hingestellt, um sie wegzuschmeißen. Warum hast du so ein Chaos angerichtet? Es tut mir leid. Ich wollte hier sauber machen. Du hast es gut gemeint. Aber letztendlich hast du es noch unordentlicher gemacht. Ich werde es wieder einsammeln, okay? Es tut mir wirklich leid. Was mache ich denn bloß? Ich denke, das solltest du uns überlassen. Oh, okay. Robby, alles in Ordnung? Ja, ihr hattet recht. Ich hätte ohne Ausrüstung nicht putzen sollen. Reg dich nicht auf. Lass uns an einen schöneren Ort fahren. Einen schöneren Ort? Nach diesem Spielplatz bin ich endlich mit dem Saubermachen fertig. Was hast du denn an? Sag bloß nicht, dass du versuchst aufzuräumen. Ja, das tue ich. Und ich habe viel zu tun, also könnt ihr nicht woanders spielen? Gut, okay. Es ist anstrengend. Rogi, der Kehrer. Das passt gar nicht zu ihm. Stimmt. Übrigens, Speed, willst du was Tolles sehen? Ja, was denn? Ich bin fertig mit dem Kehren. Es ist sehr schön und sauber. Sieh mal. Was machen die denn? Hurra! Wow! Das ist großartig! Ich weiß. Hey, du! Was? Was machst du denn? Ich habe hier gerade alles sauber gemacht. Oh ja, du warst auf Reinigungsdienst. Ich hab's vergessen. Entschuldigung, wir fahren lieber. Los geht's. Haltet sofort an! Es ist fürchterlich.
Ich muss alles noch einmal sauber machen. Ruby muss so hart gearbeitet haben. Wow. Das ist wunderschön. Stimmt doch, oder? Ärgere dich nicht und genieße einfach das Picknick. Okay. Gani, fang mich, wenn du kannst. Halt sofort an. Blütenblätter. Oh nein. Es tut mir leid, diese Blütenblätter kleben an meinen Reifen. Oh, keine Sorge. Aber Ruby, findest du diese Blütenblätter etwas schmutzig? Ja, ein bisschen. Aber schau doch mal. Ja, es macht Spaß. Die Blütenblätter fühlen sich vielleicht etwas schmutzig an. Aber glaubst du nicht, dass sie eine schöne Erinnerung sein könnten? Das ist kein Müll. Es ist ein Schloss. Ich habe das gebaut. Rugi. Ich bin wieder da. Rugi. Gute Arbeit heute, Rugi. Mhm. Wir sind zu Hause. Ihr seid zurück. Willkommen zurück. Hallo. Hallo. Du bist ganz staubig und schmutzig, Rugi. Es muss sehr anstrengend gewesen sein. Nein, überhaupt nicht. Es hat Spaß gemacht. Ach, wirklich? Willst du es dann morgen wieder tun? Nein. Oh, nein, nein. Rugi, das von gestern tut mir leid. Es war dir wichtig und ich nannte es Müll und sagte dir, du sollst es loswerden. Das ist schon okay. Eigentlich habe ich heute bei der Arbeit etwas gemerkt. Ich verstehe endlich, wie hart du gearbeitet hast. Rugi. Tada! Seht mal, die neue Reinigungsausrüstung ist schon da. Wow! Wir können morgen zu unserer ursprünglichen Arbeit zurückkehren und Gas geben. Okay! Das ist spitze. Heute war ich ja so müde. Du hast doch gesagt, dass du Spaß hattest. Heute haben sich Rugi und Ruby gut verstanden. Es ist schön, sich gegenseitig zu helfen. Gute Freunde. Es ist ein wunderschöner Morgen. Da sind die kleinen Busse. Was tun sie? Ist er da drin? Nein? Aha. Sie spielen wohl Verstecken. Tayo wird nicht leicht zu finden sein. Er kann sich zwar verstecken, Rugi ist er aber nicht gewachsen. Hier findet er mich nie. Wo kann er denn bloß sein? Da bist du ja! Du hast mir Angst gemacht. Sei doch kein Angsthase. Jetzt bist du dran. Es ist 9 Uhr. Rugi, musst du nicht zur Arbeit? Oh, ist es schon soweit? Rugi, lass uns noch etwas spielen. Tut mir leid, Tayo. Wir können spielen, wenn ich zurück bin. Kann ich mit dir mitkommen? Keine Sorge, Tayo. Du gehst auch bald zur Arbeit. Oh. Was ist das denn? Ich denke, Hannah sollte dich mal untersuchen. Aber ich bin schon spät dran. Ich gehe zu ihr, wenn ich zurück bin. Hallo, Rugi. Fährst du zur Arbeit? Ja, ich habe die Arbeit fast vergessen, weil ich mit Tayo gespielt habe. Verstehe. Ich will mitkommen. Nimm mich mit. Rugi, warum nimmst du Tayo nicht mit? Was? Tayo mit zur Arbeit nehmen? Wirklich? Kann ich mit dir mit? Du musst aber versprechen, auf Rugi zu hören. Ich verspreche. Das ist toll. Ich bin mir da nicht so sicher. Keine Sorge, du kümmerst dich bestimmt gut um ihn. Stimmt, du kannst dich auf mich verlassen. Es wird bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Okay, wir fahren zur Arbeit. Tayo, du musst aber auf mich hören. Na klar, los geht's. Ja, bitte? Ich hoffe, das geht gut. Keine Sorge, das klappt schon. Tayo, bleib direkt hinter mir. Hier halten wir mal kurz. Wir halten an. Oh, was ist das?
Das bedeutet, dass der Zug bald durchfährt. Der Zug? Und da ist er. Wo? Wo? Wow! Was? Oh, ich habe den Zug nicht gesehen. Fahren wir weiter. Oh. Aber kann ich nicht erst den Zug sehen? Du wirst mich nicht finden können. Also komm. Aber ich wollte doch den Zug sehen. Oh. Das ist unfair, Rugi. Nur du hast den Zug gesehen. Wir sind fast an der Haltestelle. Hör doch mal auf zu jammern. Okay, jetzt halten wir langsam an. Okay. Willkommen im Bus. Ich hörte, dass es Bauarbeiten gibt. Dann sollten wir vorsichtig sein. Bauarbeiten? Wo? Ich kann gar nichts sehen. Ich schau mal kurz. Hey, Tayo, wohin fährst du? Keine Sorge, ich komme gleich wieder. Tayo! Oh nein! Wo könnten sie sein? Oh, dort sind sie! Hau, Ruck! Hau, Ruck! Oh, das ist so interessant! Ich hab dich doch nie gesehen, kleiner Bus. Ja, das ist, weil ich neu bin. Ah, kein Wunder. Hau, Ruck! Was machen Ruck. Sie denn da? Ich glätte die Straße, damit sie gepflastert werden kann. Oh, sie glätten sie! Das ist toll! Nicht schlecht, oder? Oh je, wo ist denn nur Tayo? Oh. Hey Kleiner, du blockierst die Straße. Oh, ups, tut mir leid. Oh, hey, Vorsicht! Du tauchst ja wie aus dem Nichts auf. Oh, Rugi, bist du okay? Wir hätten ernsthaft verletzt werden können. Ich habe dich überall gesucht. Tut mir leid, Rugi, ich tu's nicht wieder. Okay, fahren wir los. Huch! Was ist mit mir los? Mein Motor startet nicht. Warum haben wir angehalten? Ist der Bus kaputt? Etwas stimmt mit Rogis Motor nicht. Rogi, was stimmt denn nicht? Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, was sollen wir nur tun? Ich komme noch zu spät. Das ist schrecklich. Armer Rugi, was soll ich tun? Wie kann ich helfen? Ah, ich hab's! Tayo, der kleine Bus. Was soll ich nur tun? Rugi, ich helfe dir. Was kannst du denn machen? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Rugi, halt dich daran fest. Oh, okay. Du schleppst mich ab, aber du kennst doch den Weg gar nicht. Du kannst mir sagen, wohin wir fahren. Aber... Wir müssen die Busroute beenden, oder? Das stimmt. Okay, versuchen wir es. Aha. Los geht's! Tayo, nimm die linke Spur. Kein Problem. Oh, was ist denn los? Wow, ein Bus schleppt einen anderen Bus ab. Das sieht man nicht jeden Tag. Was? Oh, Mann. Rugi, wohin fahren wir jetzt? Bieg links ab und fahre zur Haltestelle. Okay. Los geht's. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Kann ich einsteigen? Sicher, steigen Sie ein. Willkommen. Willkommen im Bus. Hey, Tayo, das kannst du schon ganz gut. Okay, los geht's. Los geht's. Wow, die Straße ist aber belebt. Wohin fahren wir?
Fahr nicht in die Unterführung. Bieg hier ab. Okay. Gut gemacht. Jetzt bieg rechts ab. Okay. Du kennst den Weg richtig gut. Man muss den Weg kennen, um Passagiere zu befördern. Ah, halt an der Haltestelle an. Was? Alles in Ordnung. Tayo überraschten die vielen Passagiere. Willkommen im Bus. Willkommen. Los geht's. Los geht's. Sie sind zu schwer. Tayo, bist du okay? Mir geht's gut. Ein Hügel. Rogi, halt dich fest. Tayo, schaffst du das? Natürlich, keine Sorge. Du bist bestimmt müde. Wir hätten auf den Abschleppwagen warten sollen. Nein, zusammen schaffen wir das. Aber das ist so schwer für dich. Weißt du was? Ich werde dir helfen. Rogi dreht seine Reifen mit aller Kraft, um Tayo zu helfen. Tayo, gib nicht auf! Wir sind schon fast da! Mit gemeinsamer Stärke fahren die beiden Busse den Hügel hinauf. Ich glaube, wir sind fast da. Du bist bestimmt müde. Halt noch ein wenig durch. Der nächste Halt ist der letzte. Ah, okay. Los geht's. Okay, wir sind da. Auf Wiedersehen. Danke für deine Hilfe, blauer Bus. Mhm. Tayo, danke vielmals. Kein Ding. Ich dachte, es ist meine Schuld, dass du kaputt bist. Nein, ist es nicht. Oh? Ohne dich hätte ich meine Route nicht beenden können. Hey, da ist der Zug. Hallo. Rogi, ich habe gerade den Zug gesehen und es war toll. Sieh mal, wir sind eingehakt. Genau wie der Zug. Oh ja, das stimmt. Hier kommt der Tayo Express. Tayo hat auf der Straße viel gelernt. Aber vor allem lernte er, dass wenn man einem guten Freund hilft, der Tag gerettet ist.